Hallo meine lieben Birdrider, hier ist wieder euer Landsquid. Herzlich willkommen zur großen Diablo Timeline. Ich versuche in dieser Timeline die wichtigsten Elemente und die wichtigsten Ereignisse der gesamten Geschichte der Diablo-Welt zusammenzufassen und ein bisschen zu erklären. Eine große Hilfe dabei sind mir natürlich wie immer in solchen Lore-Videos die englisch- und deutschsprachigen Wikis, die es da draußen gibt. An der Stelle daher danke an alle Wiki-Autoren und Autorinnen, die dazu beigetragen haben, all diese Informationen zusammenzutragen. Wenn euch dieses Video gefällt, dann vergesst bitte nicht, es zu liken und abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht schon getan habt. Und jetzt geht's los mit der gesamten Diablo Timeline. Die Geschichte von Diablo beginnt am Anfang. Und zwar wirklich am Anfang der gesamten Existenz. Denn plötzlich existiert aus dem Nichts ein Wesen, eine Entität, die sich selbst als Anu identifiziert. Anno existiert also so vor sich hin, als einzige Existenz. Es gibt kein Universum, keine Zeit, nur ihn. Und er merkt, dass in ihm ziemlich viel Böses existiert. Dieses Böse möchte er nun aus sich selbst extrahieren, um ein Wesen des reinen Guten zu werden. Dies gelingt ihm auch, doch all das Böse in ihm nimmt eine eigene Gestalt an und aus diesem formt sich Tathemet, das erste große Übel in der Welt von Diablo. Die beiden beginnen zu kämpfen. Und wie das bei so gut wie unsterblichen, gottgleichen Wesen so ist, dauert dieser Kampf eine Zeit, die wir vermutlich nicht in Jahren messen können. Irgendwann sind aber selbst diese beiden Urgötter der Diablo-Welt erschöpft und sie beide holen gleichzeitig zu ihrem letzten Vernichtungsschlag aus, mit dem sie sich tatsächlich beide gegenseitig vernichten. Die Überreste dieser beiden mächtigen Wesen werden zu den Grundsteinen für alle Existenz im Diablo-Universum und das Pandemonium wird zum ersten Ort in der Welt von Diablo. Nach diesem Schöpfungsmythos, ob er sich nun wirklich genauso zugetragen hat oder nicht, beginnt das Zeitalter des großen Konflikts. Anus Wirbelsäule wird zum Kristallbogen. Um diesen herum formen sich die hohen Himmel. Und die Überreste von Tathemet werden zur Hölle. Und in diesen neuen, beiden Dimensionen, Welten, die im Diablo-Universum entstehen, formen sich Engel und Dämonen. Und das Auge von Anu wird zum Weltenstein, einem mächtigen Artefakt, das die Kraft hat, ganze Welten neu zu erschaffen. Die Engel und Dämonen treten nun in einem beinahe ewig währenden Krieg gegeneinander ein. Jede Fraktion möchte die Kontrolle über den Weltenstein an sich reißen. Im Pandemonium wird eine Festung errichtet, die den Weltenstein beschützen soll. Doch der Weltenstein wird durchaus das ein oder andere Mal von einer oder anderen Fraktion an sich gerissen. Nach einer für uns nicht genau nennbaren Zeit, aber es ist wahrscheinlich eine sehr, sehr, sehr lange, des Konflikts zwischen Himmel und Hölle, beschließt Inarius, ein Engel, sich aus dem großen Konflikt zu entziehen. Und er trifft eine Dämonin namens Lilith, die schon länger den gleichen Gedanken hegt. Die beiden scharren ähnlich denkende Dämonen und Engel um sich, die einfach keinen Bock mehr auf Krieg haben. Und sie beschließen, den Weltenstein zu stehlen und ihn zu benutzen, um eine eigene Welt für sich zu erschaffen. Eine Welt des Friedens, weit weg vom Konflikt zwischen Himmel und Hölle. Diese Welt nennen sie Sanctuario. Nun beginnt das Zeitalter der Schöpfung von Sanctuario. Die Dämonen und die Engel auf Sanctuario gehen untereinander Liebesbeziehungen ein und aus diesen geht eine vollkommen neue Spezies hervor, die sogenannten Nephalem. Die Nephalem sind mächtige, unsterbliche Wesen und die Vorfahren der späteren Menschheit. Doch einige Engel und Dämonen beginnen sich vor der Macht der Nephalem zu fürchten und beschließen, sie alle auszulöschen. Unter diesen auch Inarius. Lilith, die mittlerweile eine Liebesbeziehung mit Inarius führt, erfährt von diesem Plan und verfällt in eine wilde Rage. Und sie tötet beinahe jeden Dämon und jeden Engel in Sanctuario.
abgesehen von ihrem Geliebten Inarius. Inarius ist daraufhin über die Taten Liliths logischerweise extrem schockiert, obwohl er eigentlich genauso eine ganze Bevölkerungsschicht von Sanctuario auslöschen wollte. Aber gut, er bringt es nicht über das Herz, seine geliebte Lilith zu töten. Daher verbannt er sie in den sogenannten Void, eine Dimension der Leere. Inarius ist nun allein in Sanctuario, zusammen mit den mächtigen Nephalem, die er so fürchtet. Deshalb vergiftet er den Weltenstein, um die Macht der Nephalem zu schwächen, die nun langsam von Generation zu Generation ihrer einstigen Macht beraubt werden, bis irgendwann nur noch die schwache, zerbrechliche Spezies der Menschheit übrig bleiben sollte. Und so beginnt das Zeitalter der Zivilisation auf Sanctuario. Viele, viele Jahrtausende und vielleicht sogar Jahrmillionen nach all diesen Ereignissen beginnt nun also die Menschheit Sanctuario zu bevölkern. Und hier beginnen auch die ersten historischen Geschehnisse, die wir tatsächlich mit einer Jahreszahl betiteln können. In wenigen tausend Jahren wird eine Zeitrechnung eingeführt, die Anno Kechistani. Und diese wird den Zeitpunkt, an dem wir uns jetzt befinden, mit dem Jahr minus 2300 bezeichnen. In diesem Jahr, oder besser gesagt diesem Jahrhundert, wird zumindest von den Gelehrten der Welt von Diablo angenommen, wurde die erste menschliche Zivilisation gegründet. Kechan. Im Jahr minus 2200 beginnen einige Menschen in Kechan die Lehre der Magie zu studieren. Auf dieses Jahr wird die Gründung der ersten Magier-Clans zurückgeführt. Im Jahr minus 2100 formt sich dann Al-Raqqish, eine mächtige Magier-Gilde, die im Grunde neben der Monarchie und den Handelsgilden zur dritten großen Macht in Kechan wird. Im Jahr minus 1992 beschwört Cherre-Harash zum ersten Mal einen Dämon in die Welt von Sanctuario. Eine Kunst, die später von Vichyerai perfektioniert wird. Die Dämonologie wird als neue Art der Magie etabliert. Eine magische Kunst, die sich darauf spezialisiert, Dämonen zu versklaven und ihre Macht für sich selbst zu nutzen. Hier begeht die Menschheit einen ersten großen entscheidenden Fehler, denn natürlich werden auch die großen Übel der Hölle nun auf Sanctuario aufmerksam. Diese beginnen nun mit ihrer Macht Sanctuario zu korruptieren und so wird im Jahr minus 1880 der Kult der Drei gegründet. Eine menschliche Sekte, die unter dem Einfluss der großen Übel steht und die nach und nach immer mehr an Macht gewinnt. Im Jahr minus 1820, also 60 Jahre nach Gründung des Kults der Drei, gründet Inarius daraufhin die Kathedrale des Lichts. Im Grunde eine Gegenbewegung gegen die Einflüsse der Hölle. Im Jahr minus 1809 kommt es dann zu einer schweren Seuche, die vielen Menschen auf Sanctuario das Leben kostet. Und noch im selben Jahr kommt es in der Welt von Diablo zu einem neuen Zeitalter, dem Zeitalter des Sündenkriegs. Zwischen den beiden gegründeten Religionen auf Sanctuario beginnt ein fanatischer ideologischer Krieg. Und genau mitten in diesem Krieg schafft es Lilith irgendwie, sich aus ihrem Gefängnis zu befreien. Sie sucht einen einfachen Farmer namens Uldysien auf, in dem sich noch alte Nephalim-Kräfte verstecken, und erweckt diese, um ihn als Werkzeug zu benutzen, um die Macht über Sanctuario zurückzuerlangen. So zieht also mitten im Krieg der beiden Religionen auch Lilith ihre Fäden in diesem Konflikt um Sanctuario. Fast so, als wäre ein kleines Kapitel des ewigen Krieges zwischen Himmel und Hölle nun auch hier in der Welt der Menschen entbrannt. Uldysian gründet seine eigene Fraktion, die Idyrem, und mischt sich in den Konflikt zwischen dem Clan der Drei und der Kathedrale ein.
Letztendlich können beide menschlichen Religionen vernichtet werden und Lilith wird wieder zurück in den Void gesperrt. Und selbst die Veränderung des Weltensteins, die Inarius damals durchführte, um die Nephilim zu schwächen, wurde rückgängig gemacht. Doch durch diesen Prozess erfuhr nun schließlich auch die hohen Himmel von Sanctuario. Und sie fielen in dieser neuen Welt ein, um die Menschen zu vernichten. Nun trat auch die Hölle aus ihrem manipulativen Schatten und auch sie starteten eine offene Invasion auf Sanctuario. Und so war es nun an den neu gegründeten Idyrem, die Welt gegen die Mächte des Himmels und der Hölle zu verteidigen. Die Menschen haben nun Teile ihrer alten Macht zurückerlangt und konnten sich so gegen die Kräfte des Himmels und der Hölle behaupten. Und Uldysian wurde so mächtig, dass er es ohne Probleme mit jedem Engel und jedem Dämon aufnehmen konnte, da er das volle Potenzial der alten Nephilim-Macht wiedererwecken konnte. Doch er merkte auch, dass er durch diesen Prozess seine Menschlichkeit verlor. Und so opferte er sich selbst, um die Kräfte des Himmels und die Kräfte der Hölle aus Sanctuario zu verbannen. Bei diesem Akt der Selbstopferung entriss er den Idyrem ihre Nephilim-Macht und sie wurden wieder zu normalen Menschen und der Weltenstein wurde wieder in den Zustand zurückversetzt, in dem Inarius ihn damals zurückgelassen hat. Die Kräfte des Himmels waren von Uldysians Opfer bewegt und sie sprachen sich dafür aus, dass Sanctuario als eigenes Reich respektiert und anerkannt werden sollte. Sie schlossen einen Pakt mit Mephisto, dem Anführer der Streitkräfte der Hölle. Beide Fraktionen sollten Sanctuario anerkennen und die Menschheit sollte ein freies Leben leben dürfen und ihren eigenen Pfad zwischen Chaos und Ordnung einnehmen. Mephisto stimmte unter der Bedingung zu, dass Inarius zu seinem persönlichen Gefangenen werden sollte, der bis in alle Ewigkeit in der Hölle unter Folter leiden müsse. Und so wurde der Sündenkrieg beendet. Einige Jahre später, im Jahr minus 1799, begann dann das Zeitalter der Magie. Die wahren Hintergründe des großen Sündenkriegs sind nur wenigen Menschen bekannt. Die meisten denken, es handelte sich einfach nur um einen religiösen Krieg. Und so wandten sich die Leute von Religion allgemein ab. Und sie benannten das einstige Großreich der Menschen Ketchan um in Ketchistan, um sich von ihrer dunklen Vergangenheit zu distanzieren. Nun, da die Menschen keinen Trost und keine Leitung mehr in der Religion finden konnten, wendeten sich viele den verschiedenen Magier-Clans zu. Und so begann das Zeitalter der Magie. Die mächtigsten unter den Magiern erinnerten sich sehr wohl an die genauen Abläufe des Sündenkriegs und sie beschlossen, dass nie wieder ein Mensch einen Dämonen in die Welt beschwören sollte. Die Unabhängigkeit der Menschen von dämonischen oder engelshaften, von Einflüssen der Dämonen oder der Engel müsse unter allen Umständen verhindert werden. Und die Ausübung von Religion wird verboten. Ungefähr 1000 Jahre später, im Jahr minus 748, verschwindet plötzlich die Stadt Ure vollständig von Sanctuario. Ein Magier namens Gregus Masi verbrachte im Jahr minus 736 bereits 12 Jahre damit, nach der verschwundenen Stadt Ure zu suchen. Doch als er den Ort untersuchte, an dem die Stadt einst stand, verschwand auch er. Fast 500 Jahre später, im Jahr minus 264, drang Information an die Öffentlichkeit, dass einer der drei mächtigsten Magier-Clans, Visierai, insgeheim doch Dämonologie praktizierte, die verbotene Kunst. Aufgrund dieser Informationen kam es zu politischen Konflikten zwischen den Magiergilden. Es kam zu Intrigen und Mordanschlägen im Versuch, Visierai die Macht zu rauben. Im Jahr minus 215 erfuhren die Anführer einer Fraktion namens Hand des Propheten, dass es in 1500 Jahren zu einem schrecklichen Konflikt kommen würde. Die mächtige Schwesternschaft dieser Fraktion wurde in einen magischen Schlaf gelegt. Sie sollte erwachen, um in der Zukunft an diesem schrecklichen Konflikt teilzunehmen.
Kurz darauf, im Jahr minus 210, kam es dann zu dem großen Magier-Clan-Kriegen. Die politischen Spannungen zwischen den einzelnen Magier-Clans explodierten und es kam zu einem schrecklichen Krieg in den Hauptstädten von Kidschistan. Im Jahr minus 203 kam es dann zur letzten Schlacht im großen Krieg der Magier. Viele Magier wurden dabei getötet, Städte wurden zerstört und die Magier-Clans sind nie wieder zu ihrer alten Macht zurückgekehrt. Nun begann ein dunkles Zeitalter für die Menschheit. Die Zerschlagung der großen Magiergilden haben ein Machtvakuum in Sanctuario zurückgelassen. Und uraltes Wissen wurde in diesem Krieg für immer vernichtet. Magie hatte kein hohes Ansehen mehr bei den Menschen, da es immerhin die Magier waren, die die Menschheit ins Unglück stürzte. Und so wurde Magie vielerorts verboten und die Vischaktar wurden gegründet. Ein Orden mit der Aufgabe, übrig gebliebene Magier zu finden und sie zu töten. Und so sprossen in diesem neuen Zeitalter des Glaubens viele neue Religionen aus dem Boden, um den nun verlorenen, hilfesuchenden Menschen neue Hoffnung und Leitung zu geben. Und außerdem wurde hier eine neue Zeitrechnung etabliert, die vorher schon angesprochene Anno Kidschistan. Diese Ereignisse spielten sich also im Jahr Null ab. In den folgenden Jahren und Jahrhunderten wird ein Mann namens Akarat von Visionen heimgesucht. Visionen eines Engels namens Jirius. Dieser verleiht Akarat Einblick in die Beschaffenheit des Universums, der Realität und der Menschheit selbst. Er beginnt vom Licht zu predigen und sammelt viele Anhänger in vielen Städten, die er besucht. Einige Zeit später verschwindet Akarat plötzlich in den Dschungeln von Kidschistan. Seine Lehren haben allerdings ihren Abdruck in der Geschichte von Sanctuario hinterlassen. Im Jahr 2064 wird der Landstrich Aranoch von einem unbekannten Konflikt in einem Kampf schwer verwüstet. Im Jahr 285 wird von den Menschen angenommen, dass ihre Vorfahren, die mächtigen Nephalem, bereits vollständig ausgelöscht sind. Doch das entspricht nicht der ganzen Wahrheit. Im Jahr 300 beginnt ein Mann namens Zanakail die alte Elementarmagie wieder zu studieren. Im Jahr 302 gelang es einem legendären Helden namens Sieggard, einen Dämon namens Azur, zu töten. Die Region Endsteig wurde daraufhin tatsächlich für mehrere Jahrzehnte nicht mehr von anderen Dämonen belästigt. Im Jahr 307 kehrte Zanakail dann zurück zum Vischarai-Clan, um diesen wieder die vergessenen Methoden der Elementarmagie beizubringen. 20 Jahre später, im Jahr 327, brach Zanakail dann wieder auf, um neues Wissen zu erlangen. Von dieser Reise kehrte er allerdings nie zurück. Im Jahr 504 erschuf der große Magier Ethard dann das mächtige Artefakt Oculus. Im Jahr 802 verschwindet dann plötzlich die Figur Sigurd aus den Sagen und Geschichten dieser Zeit. Niemand weiß, ob der mächtige Dämonenjäger zu dieser Zeit verstorben ist oder ob er einfach nur genug davon hatte, einen persönlichen Krieg gegen die Hölle zu führen. Im Jahr 885 werden dann wertvolle Erze nahe der Stadt Alkanus entdeckt und diese wird daraufhin schnell zur Minenbaumetropole von ganz Sanctuario. Fast 2000 Jahre lebten die Menschen auf Sanctuario nun beinahe unbehelligt von den Mächten des Himmels und der Hölle, mit kleinen Ausnahmen, versteht sich. Doch nun beginnt das Zeitalter des dunklen Exils. Im Jahr 964 erhoben sich die niederen Übel gemeinsam mit einem Großteil der Hölle gegen die großen Übel, die drei Regenten über das gesamte Reich. Und die drei Brüder wurden tatsächlich aus der Hölle vertrieben und wurden nach Sanctuario ins Exil geschickt.
Als die himmlischen Kräfte davon erfuhren, dass nun die drei großen Übel wieder auf Sanctuario wandelten, griffen auch sie wieder in die Belange der Menschen ein. Ein Erzengel namens Tyrael sammelte einige menschliche Helden um sich und gründete die Horadrim. Er übergab ihnen Seelensteine und die Aufgabe, nach den drei großen Übeln zu suchen und sie in diesen einzuschließen. Bereits 5 Jahre später, im Jahr 1009, wurde Mephisto in der Nähe des Dschungels von Ketschistan entdeckt und gefangen genommen. Er wurde unter dem Zakarum-Tempel aufbewahrt, der später zu Kurast wurde, die Hauptstadt von Ketschistan. Baal wurde im Jahr 1010 in einer Wüste in der Nähe von Ludgolain gefunden. Tal Rasha, der damalige Anführer der Horadrim, opferte sich selbst, um Baal in einem beschädigten Seelenstein einzusperren. 9 Jahre später, im Jahr 1019, wird dann schließlich auch Diablo gefunden. Dieser wird von einer Gruppe von Horadrim-Mönchen, die von Jared Kane angeführt wurden, in der Nähe des Flusses Tail Sands gefunden und gefangen genommen. Und ein horadrisches Kloster wird errichtet, damit Diablos Seelenstein in einem Netzwerk von Katakomben unter ihm begraben werden kann. Im Jahr 1025 beginnt der Aufstieg von Zakarum. Um das errichtete horadrische Kloster, das als Gefängnis von Diablo dienen sollte, wird schon langsam die Stadt Tristram gegründet. Als sich dort immer mehr Farmer und Siedler in dieser Region niederlassen. Im Jahr 1042 konventiert der Imperator Tassara zum immer populärer werdenden Zakarum-Glauben. Ein strategischer Zug, um seine eigene Popularität zu steigern. Und die Hauptstadt von Ketschistan wird nach Kurast verlegt. Und der Zakarum-Glauben wird von Imperator Tassara als das grundsätzliche Glaubensfundament seines Reiches etabliert und der erste Quähegan wird ernannt, das Oberhaupt der Zakarum-Kirche. In den folgenden Jahren gewinnt der Zakarum-Glauben immer mehr an Macht. Rakis, ein Held innerhalb des Zakarum-Glaubens, gewinnt immer mehr an Popularität und Macht. Und er nutzt diese Macht, um Regierungsbeamte nach und nach durch Zakarum-Bischöfe zu ersetzen, um so die Macht seiner Religion innerhalb der Regierung von Ketschistan zu stärken. Dies sieht der Imperator Tassara natürlich nicht besonders gerne und er beschließt, den Glauben Zakarum in die Länder des Westens zu verbreiten. Und um dies zu verwirklichen, soll Rakis gemeinsam mit seinen loyalsten Kräften aufbrechen und Ketschistan verlassen. Tassara gelingt es daraufhin, die Kontrolle über Ketschistan wieder zurückzuerhalten oder zumindest seinen Einfluss zu stabilisieren. Etwa zur selben Zeit formt ein Kleriker namens Akam den Crusader-Orden. Dieser soll den Glauben Zakarum wieder reinigen und wieder herstellen, denn seiner Meinung nach ist dieser mittlerweile zu weit von Akarats Lehren abgewichen. Rakis lernt währenddessen im Jahr 1060 auf seinen Reisen von den Nephilim und von der Geschichte der Menschheit. Er gründet daraufhin die Westmarsch und wird zum ersten König dieser Nation. Im Jahr 1070 erfährt Rakis während seiner Untersuchung der Kräfte der Nephilim vom Weltenstein. Er beschließt, mit seinen Truppen nach Norden zu marschieren, um dort die nördlichen Steppen anzugreifen, um den Weltenstein für sich zu sichern. Im Jahr 1100 lösen sich die letzten Horadrim auf, da sie ihre Aufgabe schon lange erfüllt haben und die drei großen Übel nun gefangen waren. Im Jahr 1141 begibt sich ein Dämon namens Xaxax auf die Suche, den alten menschlichen Kriegsherrn Bartok zu finden. Und nun, im Jahr 1150, beginnt das Zeitalter der Reformation Zakarums. Quähegan Zebulon I.
initiiert eine Reformation der Kirche von Zacharum. Die Werte der Kirche sollen nun wieder mit den alten und bescheidenen Werten ihres eigenen Ursprungs d'accord gehen. Diese Reformation wird von der Bevölkerung sehr positiv aufgefasst und die Kirche von Zacharum erhält einen Zuwachs, wie sie ihn lange nicht mehr gesehen hat. Nur der Erzbischof des Hohen Rats von Zacharum ist der Meinung, dass die Reformation die Macht der Kirche beschränkt und zum Negativen beeinträchtigt. Er kann sich allerdings nicht gegen den massiven Einfluss von Quehegan Zebulon I. wehren. Ungefähr zur gleichen Zeit entsendet die Kirche Missionare in den Westen, um die Religion Zacharum dort zu verbreiten. Etwa zu dieser Zeit wird auch der Paladinorden Beschützer der Welt etabliert, die die Missionare auf ihren Reisen beschützen sollten. Im Jahr 1185 sind sich die Menschen sicher, dass nun tatsächlich die letzten Nephilim gestorben sind. Auch diese Annahme stellt sich später noch als falsch heraus. Im Jahr 1200 breitet sich in Westmarsch eine schreckliche Seuche aus. Justinian II. Befiehlt daraufhin, dass alle Toten sofort verbrannt werden sollten. Im Jahr 1202 wird Deckard Cain geboren. Und irgendwann kurz darauf wird Griswold der Schmied geboren. Im Jahr 1211 wird Deckard Cains Vater zum Oberhaupt eines Ledererladens, nachdem er dort viele Jahre arbeitete. 2 Jahre später, im Jahr 1213, wird Deckard Cains Vater schwer krank. Kurz darauf zerstreitet er sich schwer mit Deckard Cains Mutter, denn er möchte nicht glauben, dass die Horadrim nur ein altes Märchen sind. In den 1220er Jahren wird dann Adria geboren, die spätere Hexe und Dienerin von Diablo. Und im Jahr 1233 gebiert Emilia Cain, die Frau von Deckard Cain, ihren ersten Sohn Jared. Nun im Jahr 1225 betreten wir das Zeitalter der Zacharum-Inquisition. Die Oberhäupter der Kirche von Zacharum machen die Veränderungen von Zebulon rückgängig. Und sie gehen sogar noch einige Schritte weiter. Das Regime des Glaubens Zacharum wird sehr viel strenger und härter als jemals zuvor. Es gibt nun strikte Systeme der Verehrung und Ungläubige werden hart bestraft. Die Missionarsarbeit wird immer aggressiver und gewalttätiger. Die Zacharum-Inquisition beginnt. Und andere Glaubensrichtungen werden massiv und brutal unterdrückt. Im Jahr 1234 stirbt dann Terranias Mutter. Ihr Vater, Cheronan, kümmert sich um sie. Im Jahr 1237 verlässt Emilia Cain ihren Mann Deckard und nimmt ihren Sohn mit sich. Die zwei werden außerhalb von ihrer Heimatstadt Tristam vom Banditen getötet. Irgendwann in den 1240ern wird Gillian geboren, die zukünftige Barmaid. Im Jahr 1240 werden Derek Lang und Matthew Ring geboren. Ronald und Martha heiraten in diesem Jahr. Im Jahr 1234 kehrt Buyard Kolik dem Glauben des Zacharum den Rücken zu und er entwickelt ein besonderes Interesse an Dämonen. Im Jahr 1244 ziehen Cherona und Terrania nach Geakul. Im Jahr 1245 versuchen Zacharum-Priester Mephisto ein für allemal zu versiegeln. Sie scheitern und die Kirche korruptiert von da an unter seinem Einfluss. Im selben Jahr wird Thorion von König Cornelius zum Ritter geschlagen und Shannar wird geboren. Im Jahr 1274 splittert sich eine Gruppe von Zacharum-Paladinen von der Kirche ab und sie gründen ihren eigenen Orden der Paladine, um direkt gegen die Dunkelheit zu kämpfen. Sie starten eine Kampagne gen Westen. Im selben Jahr wird Farnhams Tochter geboren.
Im Jahr 1251 wird Lex geboren. Im Jahr 1254 wird Kentril Duman zum neuen Kommandanten einer Söldnerkompanie. Im Jahr 1255 zieht ein schweres Fieber durch Bramwell. Eleonora stirbt. Akarat wird geboren. Derek Lang und Matt Huring schreiben sich bei der Westmarsh Navy ein. Martha wird von Barbaren entführt, kehrt allerdings nach 2 Stunden schon wieder nach Hause zurück. Und nun endlich, im Jahr 1258, beginnen sich die Ereignisse von Diablo I zu entfalten. Eine Epoche, die als die Verdunklung von Tristram bekannt ist. Im Jahr 1258 wird Leoric vom Hohen Konzil Zakarum dazu erkoren, über Kandarus zu regieren. Das einstige horadrische Kloster wird zu einer Kathedrale der Zakarum umgebaut. Und Leoric ernennt sich selbst zum König. Tristram. Im selben Jahr noch trifft Lazarus in Tristram ein und befreit Diablo. Nachdem dieser befreit war, versucht er die Kontrolle über König Leoric zu erlangen. Doch er bleibt erfolglos. Allerdings ist der König von Diablos Macht schwer beeinträchtigt und schon langsam verfällt dieser immer mehr dem Wahnsinn. Im Jahr 1259 beginnt Ogden die Taverne der aufgehenden Sonne zu leiten. Und Lex wird nach Ludgolain geschickt, um dort unter den Weisen zu studieren. Im Jahr 1261 beginnt Kain, die Kinder in Tristrams Schule zu unterrichten. Im Jahr 1262 findet Zeil die Überreste von Humbard Wessel, die von dem Nekromanten Zeil kurzerhand wiedererweckt werden. Humbards Schädel begleitet Zeil daraufhin auf seinen Reisen. Im selben Jahr erleben die Westmarsche einen extrem kalten Winter. Im Jahr 1263 trifft Adria in Tristram ein. König Leoric, der immer mehr den Verstand verliert, beginnt jeden einzusperren, der seine Autorität auch nur in Frage stellt, um sie als Verräter hinzurichten. Er erklärt außerdem den Westmarschen den Krieg. Die Seekers of Light, ein alter Orden von weiblichen Kriegerinnen, verfällt währenddessen ins Chaos, aufgrund von Leorics wilden Aktionen und Befehlen. Der Erzbischof Lazarus entführt währenddessen Leorics jüngsten Sohn, Prinz Albrecht, damit dieser nun als Gefäß für Diablo dienen soll. Diablo übernimmt seinen Körper und beschwört einige Dämonen aus Albrechts schlimmsten Albträumen. Und die tiefen Tunnel unter der Kathedrale werden zu einem Abbild der Hölle selbst. Der Verlust von Albrecht erschüttert das letzte bisschen Menschlichkeit, das sich in Leoric noch befand. Und Tristram stürzt in einen schrecklichen Abgrund, als der König jeden foltern und hinrichten lässt, der unter Verdacht steht, etwas mit dem Verschwinden von Albrecht zu tun haben zu können. Lach-Danan, der Captain von König Leorics Armee, kehrt nach einem gescheiterten Kriegszug in die Westmarsche zurück und wird gezwungen, Leoric zu töten. Mit seinem letzten Atemzug verflucht Leoric Lach-Danan und seine Volkschaft. Als diese daraufhin versuchten, seinen Leichnam zu begraben, wurden sie von eben diesem attackiert. Leoric war als Gilead-König zurückgekehrt. Und Lach-Danan und seine königliche Garde wurden zu den Höllenrittern. Erzbischof Lazarus führt ungefähr zur selben Zeit eine Gruppe von Dorfbewohnern in die tiefen Katakomben unter der Stadt. Angeblich, um Albrecht zu retten, nur um sie dort dem blutrünstigen Dämon The Butcher, also dem Metzger, zum Fraß vorzuwerfen. Im selben Jahr noch kehrt allerdings Prinz Aiden nach Tristram zurück.
Zusammen mit seinen Verbündeten begibt er sich in die Tiefen unter der Kathedrale. Er besiegt den Butcher, den Skelettkönig und Lazarus und steht schließlich Diablo gegenüber. Und auch dieser wird von Aiden erschlagen, auch wenn dies den Tod seines kleinen Bruders Albrechts bedeutet. Der Seelenstein, in dem Diablo einst gefangen war, ist allerdings beschädigt. Und Diablo würde nie wieder ganz in ihm gefangen werden können. Und so rammt sich Aiden den Seelenstein selbst in die Stirn, um Diablo in sich selbst gefangen zu nehmen. Adrian sucht daraufhin die Hilfe von Aiden auf. Diese erkennt die Macht von Diablo in dem jungen Krieger. Die beiden zeugen eine Tochter mit dem Namen Lea. Adria und Gilliam brechen daraufhin nach Caldeum auf. Aiden wird zum dunklen Wanderer. Er verlässt Tristram und bricht Richtung Osten auf. Kurz bevor Horden von Dämonen die Überreste der Stadt überfallen und alle, die noch darin leben, töten. Nun, im Jahr 1264 ereignen sich die Ereignisse aus Diablo 2. Ein Kapitel in der Geschichte von Sanctuario, das als die Jagd nach den Dreien bekannt ist. In diesem Jahr wird die Tochter von James geboren und Adria gebiert Lea. Diese wird von Gillian großgezogen. Norik Visharan findet währenddessen die Rüstung von Bartok. Diese verbindet sich mit Norek und übernimmt die Kontrolle über ihn und zwingt ihn, nach Osten zu reisen. Eine Gruppe von Helden und Heldinnen beginnt daraufhin ihre Quest, Diablo und seine Brüder zu vernichten. Die Heldengruppe tötet daraufhin Bloodraven, einen Dieb, der damals Aiden ins Labyrinth unter Tristram begleitete und der dort von der Dämonin Andariel korrumpiert wurde. Und sie öffneten ein Portal nach Tristram, um dort die Dämonen zu vernichten und Deckard Cain zu retten. Die Gruppe von Helden und Heldinnen tötete Andariel, die schon viele Diebe korrumpierte, um dann nach Osten aufzubrechen, um den Spuren des dunklen Wanderers zu folgen. Währenddessen gelingt es Norek mit der Hilfe von Kara Nightshadow, sich von der magischen Rüstung zu befreien. Ungefähr zur gleichen Zeit trifft der dunkle Wanderer in Ludgolain ein. Auch unsere Helden- und Heldinnengruppe trifft in Ludgolain ein. Dort vernichten sie den Dämonenlord Duriel und retten den Erzengel Tyrial aus dessen Gefangenschaft. Zu ihrem Schrecken stellen sie allerdings fest, dass Baal bereits aus seinem Seelenstein befreit wurde. Kurz darauf schließt der dunkle Wanderer seine Transformation in Diablo ab. Währenddessen werden allerdings Mephisto und die korrumpierten Zakarum-Priester unter den Dschungeln von Kurast von unserer heldenhaften Truppe besiegt. Schließlich reist die Gruppe bis in die Pandemonium-Festung, um dort Isual zu besiegen, der die hohen Himmel betrog, und nun stürmen sie die Hölle selbst. Diablo wird schließlich im Chaos-Heiligtum besiegt und sein Seelenstein, genauso wie der von Mephisto, werden in der Höllenschmiede zerstört. Kurz darauf trifft eine Söldnerkompanie, die von Netril Dumon geleitet wird, in der legendären Stadt Ure ein. Unter ihnen befindet sich der Nekromant Zeil. Ein Jahr später, im Jahr 1265, ereignen sich die Geschehnisse von Diablo 2 Lord of Destruction. In diesem Jahr wird Valar geboren und Cornelius der Junge stirbt an einem Spinnenbiss. Baal und seine Armee marschiert währenddessen nach Mount Ariadne. Unsere heldenhafte Truppe folgt Baal, um sich dem letzten der drei großen Übel entgegenzustellen. Der Gruppe gelingt es zwar, Baal zu besiegen, doch seine dämonische Armee rückt weiter vor. Der Engel Tyrial entdeckt daraufhin, dass Baal es erfolgreich geschafft hat, den Weltenstein zu korrumpieren, der im Inneren von Mount Ariadne beherbergt war. Er stellt schnell fest, dass es unmöglich sei, den Weltenstein wieder herzustellen.
Tyrael zerstörte den Weltenstein daraufhin. Diese gewaltige Explosion zerstörte nicht nur den Berg Ariad selbst, sondern auch das gesamte Umland und die übrig gebliebene Armee Baals. Unsere Heldengruppe löst sich daraufhin auf. Sie kehren nach Hause zurück zu ihren Familien. Doch Kains Aufgabe ist noch nicht erfüllt. Er weiß, dass Sanctuario nun durch die Zerstörung des Weltensteins für die Mächte des Himmels und der Hölle offen steht. Und er begibt sich auf eine Suche, um eine Möglichkeit zu finden, das Reich der Sterblichen zu retten. Der Nekromant Sahul rettet währenddessen die Westmarsche durch die Bedrohung von Astrogar, einem Diener Diablos. Als der dämonische Einfluss auf die Zakharum-Kirche bekannt wird, wird das Vertrauen in diese vehement erschüttert. Imperator Hakan I. verlegt Kitschistans Hauptstadt nach Kaldium. Über die Jahre hinweg wird Kaldium zur mächtigsten und einflussreichsten Metropole in ganz Sanctuario. Da die drei großen Übel nun besiegt waren, riss Skarn, ein Dämon, einen beachtlichen Teil der Macht in der Hölle an sich. Er gründete den Kult der Verdammten, die es sich zur Aufgabe gemacht hatten, die Splitter des Weltensteins zu suchen und zu sammeln. Nun beginnt der Anfang der Verdammnis. In Sanctuario kehrt erstmal etwas Ruhe ein. Für mehrere Jahrzehnte kann die Menschheit sich von den Schrecken der letzten Jahre erholen. Über die Jahre hinweg reisen immer mehr Händler und Abenteurer in die Ruinen von Tristram. Da immer mehr Geschichten von mächtigen Schätzen, die sich in der alten Kathedrale befinden sollen, in Umlauf geraten. Auf den Ruinen von Tristram wird Neu-Tristram gebaut. Im Jahr 1266 wird Li Ming geboren. Und im Jahr 1270 schließlich ereignen sich die Geschehnisse von Diablo Immortal. 1270 gelingt den sogenannten Royal Mages von Westmarch ein Durchbruch in der Erforschung der Elder Rifts. Örtliche Händler erhalten die Genehmigung, sogenannte Chests an Abenteurer und Abenteurerinnen zu verkaufen. Das Ganze erklärt ehrlich gesagt nur eine Spielmechanik aus Diablo Immortal. Die Fraktion der Demon Hunters wird gegründet. Ungefähr zur selben Zeit suchen Diablos Schergen nach den Fragmenten des Weltsteins, um so ihren gefallenen Meister wiedererwecken zu können. Währenddessen erscheint allerdings auch ein neues, uraltes Böse auf der Bildfläche, um die Fragmente für sich selbst zu sichern, um damit die Menschheit zu versklaven. Der Dämon Skarn, der sich mittlerweile in der Hölle ziemlich viel Macht sichern konnte, startet eine große Invasion auf die Westmarch-Region. Nur die Hauptstadt der Region konnte sich vor dem Fortschreiten der dämonischen Truppen retten. Die sogenannten Wrathborn, also Wutgeborenen, man könnte sagen Elite-Truppen von Diablo aus der Hölle, betreten Sanctuary. Ein seltsamer schwarzer Nebel breitet sich vom Berg Zawain über die gesamte umliegende Region aus. Man sagt, in diesem Nebel liegen Geheimnisse, die seit den Zakharum-Kreuzzügen vergessen wurden. Nachdem sich dieser Nebel bei Schloss Kyrangar wieder zurückzieht, versuchen die menschlichen Truppen, dieses von den Untoten, die sich dort nun niedergelassen haben, zurückzuerobern. Währenddessen geraten sie allerdings an die Armeen der Hölle, die gerade genau dasselbe versuchen. Währenddessen erscheinen in ganz Sanctuario Symbole, die prophezeien, dass etwas Schreckliches und Böses aus seinem Schlaf erwachen wird. Mittlerweile treibt auch der sogenannte Kult des Terrors sein Unwesen in Sanctuario. Ein Kult bestehend aus Menschen, die allerdings Diablo verehren und seine Wiederauferstehung voranbringen wollen. Währenddessen unterziehen sich Abenteurer und Abenteurerinnen von ganz Sanctuario einem seltsamen Ritual an der Küste von Westmarch. Viele, die dieses Ritual unterlaufen, kehren nie wieder zurück. Andere verändert, beschädigt.
etwa zur selben Zeit werden auf einer Insel in Westmarsh Ausgrabungen begonnen. Die Arbeitenden dort werden von schrecklichen Albträumen und Halluzinationen geplagt. Als die Grabung fertig ist, wird einer der verfluchten Türme freigelegt. Die Arbeitenden kehren von der Insel mit einem zerfetzten Verstand wieder. Viele dieser Türme werden nun in ganz Sanctuario entdeckt. Und es entbrennen schreckliche Schlachten um die Kontrolle über diese. Unter diesen Gruppen, die um die Kontrolle dieser Türme kämpfen, sind die Immortals, ein ritterlicher Orden aus Sanctuario, die Shadows, die die Immortals unter Kontrolle halten sollen, und die Hölle selbst. Währenddessen segelt der Kult des Terrors über die vergessene See, um ein altes Artefakt zu finden, mit dessen Hilfe sie die Tore zur Hölle öffnen können. In diesen schweren, von Krieg geplagten Zeiten nimmt in ganz Sanctuario die Verehrung von Lilith massiv zu. Im Jahr 2172 nimmt Cain Lea unter seine Fittiche. Im Jahr 1275 wird Mishka geboren. Im Jahr 1284 verschwindet dann plötzlich Eshtonatoli und nimmt sein gesamtes Vermögen mit. Seine Frau ist gezwungen, seine Schulden über viele Jahre hinweg abzubezahlen. Lea und Cain kommen währenddessen in New Tristram an, um dort die alten Schriftrollen der Tristram-Kathedrale zu erkunden. Und hier beginnt im Jahr 1285 die Geschichte von Diablo 3 und somit auch das Ende aller Tage. Nach 20 Jahren schafft Tyrael es, wieder eine physische Form anzunehmen, und er kehrt in die hohen Himmel zurück, um dort das Schwert Eldruin zu beschwören. Später im selben Jahr trifft dann auch der oder die Nephalem in New Tristram ein, die Hauptfigur aus Diablo 3. Mit der Hilfe von Lea und Deckard Cain schafft es unsere Hauptfigur, den Skelettkönig und seine untote Armee niederzustrecken. Auch wenn dies das Leben von Deckard Cain durch die Hand von Magda forderte. Unsere Hauptfigur und Lea zogen weiter nach Osten, um das geringere Übel Belial, den Herr der Lügen, zu besiegen. Die Gruppe erreicht Caldeum und dort spüren sie die Hexe Magda auf und rächen Deckard Cain. Auf der Flucht vor den imperialen Wachen, die in Wirklichkeit Dämonen sind, erfährt die Gruppe, dass Lias Mutter Adria noch lebt, und sie retten sie vor Belials Minions. Mit Hilfe von Adria gelingt es unseren Helden, den schwarzen Seelenstein in ihren Besitz zu bringen und Belial zu besiegen, um ihn in diesem gefangen zu nehmen. Asmodan, der Herr der Sünde, ist nun das letzte Übel, das in der Hölle noch übrig ist. Und dieser startet nun eine Invasion auf Sanctuario. Unsere Heldengruppe kann die Invasion allerdings abwehren und den Kampf direkt zu Asmodan führen und ihn besiegen, und auch er wird im schwarzen Seelenstein gefangen genommen. Doch nun enthüllt Adria die Hexe ihre wahren Pläne, und sie nutzt den schwarzen Seelenstein gegen Lea, um Diablos Präsenz in ihr zu erwecken. Die Macht aller großen Übel liegt nun in Diablo. Er ist nun das eine große Übel. Und mit dieser neuen errungenen Macht betritt Diablo nun als erster Dämon den Himmel. Die Engel sind machtlos gegen die neu gewonnene Macht Diablos. Doch unsere Hauptfiguren können eingreifen, Diablo besiegen und die hohen Himmel retten. Tyrael kehrt nun zu seinen Brüdern im Himmel zurück und verkündet, dass die Himmel und Sanctuario von nun an Verbündete sein sollen. Und dann, ein Jahr später, im Jahr 1286, beginnt die Geschichte von Diablo 3, Reaper of Souls. 2 Monate nachdem Diablo besiegt war, gründet Tyrael einen neuen Orden der Horadrim. Ihre erste Aufgabe ist es, den schwarzen Seelenstein von den Himmeln zu holen, da dieser anfängt, diesen zu korruptieren. Etwa zur selben Zeit beginnen seltsame Kreaturen Westmarsh heimzusuchen. Kurz darauf gelingt es Tyrael und den Horadrim, den schwarzen Seelenstein aus dem Himmel zu bergen und ihn in Sanctuario zu verstecken. Maltael,
Der Engel des Todes nimmt den Seelenstein von dort allerdings an sich. Maltails Reapers greifen nun Westmarsch an. Tyrael und seine Verbündete versuchen, die Bevölkerung dort zu verteidigen. In dieser Schlacht werden allerdings so viele Untote wieder auferstehen, dass die natürliche Balance der Dinge, der große Zyklus des Seins, ins Ungleichgewicht gerät. Lord Wynden versucht währenddessen das Chaos auszunutzen und er startet eine Rebellion gegen König Justinian IV. Wynden ermordet den König, wird allerdings dann von unserer Hauptfigur niedergestreckt, bevor er an die Macht kommen konnte. Maltail kann letztendlich vernichtet werden, doch der Preis dafür war die Zerstörung des schwarzen Seelensteins und die Befreiung Diablos. Und nun beginnt das Zeitalter der Regentschaft, der Feindschaft. Die Ereignisse von Diablo 4 entfalten sich. Der Tod des Engel des Todes hat Seuchen und Kriege über das Land fegen lassen. Und auch der Himmel hat schwere Schäden davongetragen. Noch viele Jahrzehnte nach Maltails Angriff ist Sanctuary nur noch eine tote Hülle seiner selbst. Dämonen bereisen die Lande und die menschliche Bevölkerung von Sanctuario versteckt sich in der Dunkelheit, im Überlebenskampf gegen Dämonen und Menschen gleichermaßen. Durch immer wiederkehrende dämonische Invasionen kollabiert schließlich das Imperium Kichistan. Hakan II. Lässt die Tore von Kaldium versiegeln, um den anstürmenden Dämonenhorden Einhalt zu gebieten. Tyrael verlässt die Horadrim aus unbekannten Gründen und diese zerfallen schön langsam ohne ihren Engelsanführer. Inarius, der schließlich aus der Hölle fliehen konnte, kehrte nach Sanctuario zurück und gründete erneut die Kathedrale des Lichts. Und auch Lilith wird zurück in die Welt der Sterblichen beschworen. Ihr Erscheinen sorgt für eine neue Welle von Kultisten und Verehrern. Und so beginnt dann schließlich im Jahr 1336 die Geschichte von Diablo 4. Die will ich euch an der Stelle nicht unbedingt spoilen. Wenn es euch aber trotzdem interessiert, verlinke ich euch unten in der Infobox mein Video, das die Story und das Ende von Diablo 4 erklärt. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, diese Timeline hat euch gefallen. Es war wirklich, wirklich viel Arbeit. Deswegen würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo und einen netten Kommentar freuen. Wenn ihr mehr von Diablo sehen wollt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und teilt das Video auch gerne auf euren sozialen Netzwerken, denn je mehr Reichweite dieses Video hat, je erfolgreicher es ist, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass ich diesen Themenbereich weiter bearbeiten kann, worauf ich durchaus Bock hätte. Und wenn ihr das Projekt Landsquid Bird Rider noch tiefgehender unterstützen wollt, dann schaut doch gerne auf Patreon vorbei oder schließt direkt hier auf YouTube eine Kanalmitgliedschaft ab. In beiden Fällen erhaltet ihr Zugriff auf wöchentliche zeitexklusive Lorecore-Videos und ab 5 Euro sogar zweimal im Monat exklusive Lorecore-Videos nur für euch. Vielen Dank und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dann und mögen die Tentakel der Tiefe mit euch sein. Ciao.